Warte mal. Schön zu wissen, ich habe eine Mod. Ich habe eine Mod aufgesammelt und das sagt mir hier keine. Rucksacksmod. Hier. Yeah. Achso. Okay. Ich sehe schon. Hier noch irgendwas? Nö. Hier? Nö. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Habe ich da überhaupt noch was drin liegen? Nö. Okay, aufgefüllt ist. Ja, dann wollen wir mal schauen. Nächstes wäre, glaube ich, der hier. Schon wieder eine Virusforschung. Okay. Dann machen wir schnell mal die Virusforschung. Zack, 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 zack. Oh, die 200 Meter. Ah, ihr rennt, als wären hier Gegner. Auf die rechte Seite. So, hi. Helft euren Kollegen doch mal da drüben. Cool. Ich glaube, hier ist die Straße. Kann das sein? Ich glaube. Hier irgendwo scheint ein Satellit runter. Ja, da. Da ist ein Satellit noch. Aber, was viel wichtiger ist. Oh. Da ist ein. So. Ah, okay. Eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. So. So. Zack. Zentrale an alle Einsatzkräfte. Priorität 1. Dr. Candle benötigt Virenscans der Quarantänezone in der 47. West. Aktuelle Filterstufe sicher. Okay. Das ist schon mal gut. Hey. Okay. Ich muss mal kurz hier, ne? Rein hier. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Kinder hochfahren. Alarm. Oh. Kontaminationsscan eingeleitet. Nett. Hier irgendwas? Ja, hier ist erstmal das. Aber ich muss erstmal den Scanner finden. Wenn ich einen Scanner habe, dann kann ich das Haus immer noch. Immer noch. Ah, hier. Sie verlassen. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. So, dann gehen wir mal hier rein. Nee, irgendwo. Ah, da. Nächster Scanner. Kontaminationsscan eingeleitet. Ist der hier oder? Nee, ich schätze mal weiter oben. Hochgefahren. Kontaminationsscan eingeleitet. Virusdaten hochschicken. Gott. Geht's hier noch weiter hoch? Nee. Okay, dann muss ich hier durch dadurch. Und hier werden mich dann Freunde erwarten. Cleaner! Natürlich, Cleaner.
Oho. Moinsen. Und Daten abschicken. Wusch. Virusforschung geschafft. So, jetzt durchsuche ich mal das Haus. Gut gemacht. Durchsuchen wir mal das Haus. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Wichtiges, Interessantes, Nützliches. Ne? Vielleicht findet man ja noch was. Ich weiß hier erstmal. Ich gehe. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet mal, hin. Ja, ich weiß. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Seit wann verlasse ich das Gebiet? Bitteschön. Weil das Gebiet hier ist noch so ziemlich drin. Ich bin ziemlich im Gebiet noch. So wäre mir neu, dass ich es gerade verlasse. So, Wohnungsdurchsuchung. Was haben wir da? Kannst behalten. Will ich nicht. Hier irgendwas Wichtiges? Nö. Hier ist noch was. Was haben wir da? M4. Nehmen wir mit. Können wir nämlich verkaufen. Ja, den Scheiß kann ich ja nicht nirgends verkaufen. Zumindest habe ich bisher noch nichts gefunden, wo ich es verkaufen kann. Deswegen, fick dich. So, da. Na, was habe ich? Was ich voll habe, okay. Hier. Kannst behalten. Den Rotz darfst du behalten. Okay. Hä? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Von wo kam ich denn her? Von hier scheine ich ja nicht herzukommen. So runter geht's nicht. Das heißt, müsste ja, wenn dann von hier irgendwo kommen. Genau. Wollte gerade sagen, irgendwo muss ich doch herkommen. So, zack. Durch. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Ich weiß. Hier hinten ist noch ein Schrank. Da wird, ja, wollte gerade sagen, da wird ja wieder so ein Schrott drin sein, den ich sowieso nicht brauche. So, eine Etage tiefer. Tiefer. Na. Falsch. Hier muss irgendwo noch was sein. Da. Trinkgasgranate. Das gefällt sehr. Und voila, bin ich da wieder raus. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Ich weiß. Und ich werde dann von hier, genau, hier ist die abgestürzte Drohne nämlich, von da nach da rennen. Zack. Gleich mal schön hier einmal nach darüber. Ich weiß, dass ein oder zwei Sachen überholt sein. Jo, schön für euch. Ich will nicht mit euch kämpfen. Nicht jetzt. Nicht hier. Nicht in diesem Moment. So. Hallöchen. Was brauchst du? Stehen Sie da nicht rum. Verschwinden Sie hier. Ja, okay, komm. Sie sind ein guter Mensch. Ausnahmsweise. Ich cleare die Stadt. Ich helfe der Stadt.
Vorsicht, die Rikers handeln in der 46. West mit gestohlenen Waffen. Wir müssen unser Material bergen. Ist das alles? Wie viel haben wir? 5. Weniger als gedacht. Upp. Ihr müsst alle lebensmüde sein. Keine Gnade. Bumm. Bumm. Unterbrechen das dann. Na, JTF Nachschub. Schnell. Schnell, 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 schnell. Komm, JTF. Markierung. JTF Verstärkung angefordert. Und ich. Na, von wo? Von da. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Wir geben Deckung. Ich erledige das. Warnung. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Bist du dort? Ja. Ja, schön. Lauf noch in den Schuss rein. Gott. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Gott, 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 Gott. Warnung. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Nein. Scheiße. Puh. Nee. Da. Mich kriegt ihr nicht so leicht. Mich kriegt ihr nicht so leicht. Wo die Kriminellen von der Straße. Komm, komm, komm. Ich wollte doch. Vielen Dank, Agent. Ab hier übernehmen wir. So. Zack. Hier hinten klingelt noch ein Telefon. Na komm. Wow, das war ein Kampf. Yo, hier ist Chris. Sprich auf das Band. Hi Arschloch, wo zum Teufel bist du? Du solltest mich vor 3 Stunden am Flughafen abholen. Vielen Dank auch. Musst du mich durch eine richtige Meute kämpfen, um in so einen scheiß Bus zu steigen? Was ist los? Gibt's bei euch keine Taxis mehr? Jedenfalls bin ich in einer halben Stunde da. Bis dahin solltest du besser wach sein. Bis gleich. Nett. Also, ja. Nette Begrüßung. Hey Arschloch. Ne? Also... doch damals in 2009 ist in der ganzen Gegend das Handynetz ausgefallen, weil eine Bande Jugendlicher aus Kips Bay gekommen ist und ein paar Sneakers auf den Mobilfunkmast geworfen hat. Ich weiß, die guten Schuhe. Aber jetzt haben wir hier einen, der dasselbe macht. Ja, nicht mit Schuhen, aber sie fuschen an der Sendeanlage rum. Das können wir nicht zulassen. Nicht hier bei uns. Ja, ich müsste erstmal hier... Gott, der trifft mich ja trotzdem. Zack. Sonst noch irgendjemand hier. 2 Bedrohungen. Ich weiß, hier ist eine Granate. Eine Granate, sage ich schon. Jeden Fall hier war eine Bombe, meine ich. Aber sonst? Gute Frage. Naja, oh, voll die Müllsäcke und so. Aber ist ja klar.
Müllabfuhr wurde nicht mehr holt nicht mehr die Dings. Alter. Dein fucking Ernst? Scheiß. Nix da. Wichser. So. Meine Fresse. Der Times Square mal wieder. Wartet. Ich versuch's noch. Ich versuche jetzt noch das hier schnell zu machen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Und wenn ich das dann habe. Satellitenverbindung ist das, ne? Das sollte eigentlich auch. Sollte eigentlich auch okay gehen. So, hier, zack, interagieren, zack. Zack, 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 scheiße. Hier lang? Ja, da komme ich nach oben. Auf jeden Fall. Je höher ich komme, desto besser, glaube ich mal. Hoffe ich mal. Alter. Nicht dein fucking Ernst. Komm. So. Konsole benutzen. So, Stromzufuhr. Das heißt, da hoch muss ich. Okay. Das kriege ich doch bestimmt. Komme ich so hoch? Nee, natürlich nicht. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Komme ich denn da hoch? Muss ich etwa hier runter? Anscheinend, ja. Und dann übers Feuerleiter. Über die Feuerleiter. Finde ich eigentlich praktisch, dieser Dinger. Feuerleitern sind eigentlich total praktische. Komme ich so dahin? Nee. Scheiße. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Ja, Alter. Ach da. Man nehme so lange den da. Und hep. So. Schon haben wir's. Einschalten. Zack. Sie haben es wohl geschafft. Ich höre Sie laut und deutlich. Hey, könnten Sie sich als nächstes um die Müllabfuhr kümmern? So. Ne? Schon gut, vergessen Sie es. Erstmal geht's nach Wolfstern. Denn... Alter, wir haben noch voll viel Sammelkram, was wir noch gar nicht gesammelt hatten. Finde ich interessant. Vielleicht am Ende oder so. Mal schauen. Zumindest erstmal reden wir mit ihm. Also, der Kerl, der den Supermarkt an der Ecke führt, lässt Ihnen seinen Dank ausrichten. Und das gilt für alle, mit denen ich geredet habe. Und ich rede mit jedem. Ja. Sie sind echt ein Engel. Man wird hier noch in vielen Jahren von Ihnen sprechen. Und ich auch, wenn mein Herz so lange durchhält. Wenn mein Herz so lange durchhält, ja. Ja, Herzprobleme sind nicht zum Lachen. Da kriegt man gern mal Panik, wenn man so mitbekommt, so, mein Herz. Okay. Warte mal. Da. Und da drüben können Sie nichts kaufen. Ach,
vielleicht will ich da auch nichts kaufen. Mal daran gedacht. Monsieur von und zu. Ach da. Da habe ich noch zwei. Okay. So, dann haben wir hier noch ein Telefonat, was ich ja aufgesammelt habe. Das haben wir uns allerdings ja auch schon angehört. So, und dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Woche wieder mit The Division. Tom Clancy's The Division, um genau zu sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es denn weitergeht. Und wir weitermachen mit der... Na, wie heißt das? Der Einsatz mit Amhersts Wohnung. Ja, das war's von mir, eurem Special Agent Lovers Kisan. Tschüss.